Hallo und herzliches Willkommen, das ist Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute das erste Video aus dem neuen GTA Online DLC, wie man wahrscheinlich schon im Hintergrund erkennen kann. Ich würde sagen, wenn ihr nichts drin um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, wir sind hier schon direkt in GTA Online am Start, in der neuen Garage bei Franklin mit einigen Fahrzeugen. Und wie man wahrscheinlich schon am Titel erkennen konnte, geht es heute um das neue Feature Autos fernsteuern. Ich erkläre euch das komplette Feature, zeige euch, wie es funktioniert und so weiter. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier diesen neuen Buffalo, gehen dann hier in die Tuning-Werkstatt und hier bei Imani Technik wahrscheinlich kann man dann hier das reintunen. Fernsteuerungseinheit. Einfach reinbauen, das ist einfach schon alles. Dann verlassen wir wieder die Tuning-Werkstatt und verlassen auch komplett die Garage. So, dann sind wir hier mit dem Auto. Wir fahren jetzt mal hier kurz weg, weil hier ist ein bisschen viel Action. So, wir lassen das Auto einfach mal hier stehen, laufen hier mal kurz die Treppen ein bisschen runter. So, und dann fangen wir jetzt an, das neue System zu probieren. Erstens müsst ihr das Interaktionsmenü öffnen, dann auf Inventar, dann hier unten auf ferngesteuerte Fahrzeuge und dann könnt ihr hier persönliches Fahrzeug fernsteuern. Klicken wir rauf, kommen wir in einen Black Screen und dann sind wir in diesem Fahrzeug hier. Und Real Talk, wir können das jetzt einfach fernsteuern. Das ist wirklich sehr cool. Falls das Auto ein bisschen weiter weg spawnt oder so, kann man sich das sehr nah ranholen. Aber es gibt auch noch ein, zwei andere geile Funktionen und die zeige ich euch jetzt. Nämlich, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Trolling, fahrt ihr einfach zu irgendeinem Spieler hin. Dann haltet ihr auf dem Controller die X-Taste gedrückt. Ich weiß nicht, wie sie am PC ist. Und dann explodiert euer Fahrzeug. Euch ist natürlich nichts passiert, weil ihr es fernsteuert und dann habt ihr einen Spieler getrollt. Dann müsst ihr es natürlich wieder reparieren, wenn ihr es dann wieder haben wollt. Und oben links sehen wir halt einfach, was man alles so machen kann. Eine Mine fallen lassen können wir natürlich auch. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Feature, finde ich ehrlich. Kann man auf jeden Fall machen. Natürlich haben wir auch dieses Maschinengewehr, wenn wir das in das Fahrzeug reingetunt haben. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns wieder explodieren. Diesmal bei einem anderen Fahrzeug. Und ist leider nicht mit explodiert. Gut, ich würde sagen, das war es soweit mit dem Video. Ich wollte euch einfach nur dieses neue Feature vorstellen. Wenn ihr jetzt nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca. Ciao, ciao.